Der Trierer Dom oder offiziell die Hohe Domkirche St. Peter ist ein Ort des Gebets. Er ist aber zugleich das wohl spannendste Stück lebendige Geschichte, das Trier zu bieten hat. In seiner über 1700-jährigen Historie hat er immer noch nicht alle Geheimnisse preisgegeben. Ja, unser Trierer Dom. Man sieht, wenn man von der Seite schaut, hat man einen wunderschönen Einblick an die verschiedenen Bauzeiten des heutigen Domes. In der Mitte dieses rote Sandstein oder der rote Sandsteinteil, das ist noch der original römische Bauteil aus der ersten Kirchenanlage, die hier gebaut worden ist. Nach den ganzen Zerstörungen im Laufe der Völkerwanderung ist dann vieles natürlich kaputt gegangen und man hat neu angefangen, wieder aufzubauen. Und da hat man vorne das schöne Westportal erbaut. Das ist in einem Kalksandstein gehalten. Das kann man wunderschön dann unterscheiden von dem römischen Bau. Und hinten dieser Choranbau, der ist dann entstanden, wie auch in Frankreich die Kathedralen gebaut worden sind. Man erinnert sich nämlich, dass das der ähnliche Baustil ist. Und ganz am Schluss, das ist die Haltungskapelle. Die wurde dann gebaut, um die Reliquie des heiligen Rocks da aufzubewahren.